So, funktioniert das? Hallo? Oh, guck mal, wenn ich sie ineinander drehe. Rede ich verzögert? Hallo? 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 Moin, meine Freunde der leichten Umseichnungshaltung. Was geht ab? Gestern war der 11.11. Man hat es auf Twitter höchstwahrscheinlich gesehen und so weiter und so fort. Ich hoffe, das hat jetzt gerade nicht gebimmelt, weil da lag noch mein Handy. War interessant. Dementsprechend heute seit langem mal wieder so ein bisschen Fragen-Antwort-Video. Ich dachte mir, das haben wir echt übertrieben lange nicht mehr gemacht. Und das ist eigentlich immer ganz sweet. Besonders, weil es bestimmt super viele neue Leute gibt, die noch nicht wissen, was geht oder was fragen wollen. Keine Ahnung, ich habe unter dem Hashtag SexyEnte auf Twitter Fragen gepostet und die werde ich mir jetzt mal in so einem Speed-Fragen beantworten Ding vornehmen, so von Side. Ja, okay, gut. Ich fange einfach mal an. So, ich guck mal, ne? Lass mal einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefällt, nicht? Ich bin ein bisschen verbacken heute. Das könnten sehr schlimme Antworten werden. So, los geht's. Chevy fragt, wie kann man aus meinem Taschentuch eine Tür machen, aufhängen? Miss Selfie-Ski. Warum magst du es nicht, wenn Leute aus Bayern beim Ultratalent sind? Ich kann die nicht verstehen. Kürbiswaffel. Was magst du lieber, Katze, Hund oder Hase? Hase. Roxari. Wie viel Spaß macht der YouTube noch? Gar nicht. Ist richtig scheiße. So viel wie am Anfang oder sogar noch mehr. Miss Selfie-Ski, frag nochmal, wann kommt wieder ein Video mit Stegi? Will ich nochmal durch mein T-Shirt trinken sehen? Ja, Stegi wollte ja, dass ich durch sein T-Shirt trinke. Weiß ich nicht, müssen wir gucken. Fisch. Lisa fragt, Waffel oder Waffel? Waffel. Sophie fragt, was sind deine Lieblingsspiele? Momentan FIFA, also ist so semi-cool, aber ich habe mir Fortnite runtergeladen, werde ich heute definitiv mal abends ein bisschen zocken. Und Minecraft. Das übliche. Fisch. La lü la 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 fragt, was magst du oder nervt dich am meisten an dir selbst? Ich mag mich nicht so gern selbst, aber ich mag mich auch ziemlich. Also ich und ich. Sophie fragt, ich mag dich auch. Hä? Lisa fragt, ich hätte jetzt gerne eine Waffel, gibst du mir eine? Nein, wir essen keine Waffeln und wir haben die auch nicht, weil das ist Gefangenschaftshalten mit Menschen. Kürbisbaum schreibt, was ist mit Hashtag Paluffel is real? Deutschland. Katharina schreibt, liebst du mich? Ich liebe keine Menschen, ich bin ein kaltherziges Arschloch. Tini fragt, Lieblingstier? Hase. Sophie fragt, kannst du mich grüßen? Nö. Lisa fragt, bring mich zum Waffeln? Nee. Wieder über die gleichen Leute, wieder die gleichen Leute. Einfach nur Hanna fragt, Panikente? Panikente gibt's immer. Aber ich habe leider nichts zu trinken, oder? Habe ich was zu trinken? Panikente. Kohlensäure. Dr. Bärchen fragt, kannst du mal wieder irgendwelche Simulatorenspiele spielen? Die vermisse ich total. Wenn es wieder welche gibt, die ich interessant finde, auf jeden Fall. Aber ich habe sehr viele Simulatoren schon durchgenommen, die, deswegen, ich habe die so richtig durchgenommen. Wenn es wieder normale gibt, dann mache ich das. Also so, wenn ich was finde. Ich wollte mal einen Landwirtschaftssimulator spielen. Keine Ahnung, ich muss nachgucken. Da, Mutter, bin ich cool mit dem Namen nicht, Digi, Alter. Vitelli, nee, bist cool. Vitelli fragt, Torte oder Kuchen? Kuchen. Trickster fragt, wer sitzt gerade neben dir? Neben mir jetzt nicht, aber unterm Tisch hier ist nicht, das ist eine nette auf jeden Fall. Lisa, nee, nochmal Lisa. Oh Gott, immer die gleichen Leute, die da ganz viel gefragt haben. Mann. Miss Rewitz fragt, kannst du mal wieder ein Video mit Stegi machen? Also schon wieder ein Video mit Stegi. Immer ein scheiß Video mit Stegi. Das ist ja richtig... Entschuldigung. Okay. Zero fragt, bist du cool? Nee, überhaupt nicht. Kiwi, was ist unter deinem Sofa? Deine Mutter. Uai Det fragt, wie bist du auf die Idee gekommen, dir so einen krassen Bart wachsen zu lassen? Ist jetzt nicht so eine Idee gewesen. Ist einfach passiert so? Na, ich halt, fragt. Kannst du dich dafür einsetzen, dass es die Clash 2 Map zum Download gibt? Kann ich machen, aber haben wir doch eigentlich gesagt. Ich weiß nicht, das liegt nicht in meiner Hand. Ich habe da ja nur mitgemacht und das nicht initiiert, das Projekt. Das sind dann entweder Palleribi oder Dena, die da Zugang zu haben. Im besten Fall, glaube ich, noch Rebi, weil der den Server, glaube ich, gehostet hatte. Ja. Ananas Girl fragt, wann gibt es wieder ein großes Projekt und bist du dann auch dabei? Weiß ich nicht und weiß ich nicht, so wie das immer ist bei großen Projekten. BC fragt, wie alt warst du, als du geboren wurdest, Alter? Bist du jetzt schwul? Ist Felsen cool? Magst du Käse? Gehen wir das mal der Reihe nach durch. 0? Nein. Weiß ich nicht. Nee, ich mag keinen Käse. Gut, Victoria fragt, kommt irgendwann ein Video mit Comcrafter? Luca und ich haben schon tatsächlich ein paar Mal überlegt, irgendwie was zusammen zu starten, sind aber, weil wir beide so ein bisschen Torfköpfe sind, da irgendwie noch nie festgefahren, aber ansonsten bestimmt mal wieder. Buchstabier mal Sturmwaffe rückwärts. L-E-F-F-A-W-M-R-U-T-S. Abgelesen. Tanita? Okay, wie sehr geben dir manche Fragen auf den Piss? Wie sehr gehen mir manche Fragen auf den Piss? Gar nicht, ich mag Fragen. Rot fragt, kannst du mal mit deinem Handy ein Foto von dem jetzigen Kamerakonstrukt posten? Nee, aber ich kann es mal gucken, ob ich euch zeigen kann, warte. Ist das Casey Neistat Setup, also 1:1. Ich glaube, der hat eine andere Linse, aber ansonsten kann ich das euch nicht so zeigen, warte. So, dann seht ihr euch so ein bisschen. Siehe, hier ist eine schwere Flex, dein Mikrofon. iPhones immer kaputt gehen, genau nach einem Jahr, wenn das neu rauskommt. Sehr, sehr merkwürdig. Eva fragt, nix tatsächlich. Envy Nahkampfsocke fragt, dein Leben wird verfilmt. Hauptdarsteller und Titel, Till Schweiger und... Melly fragt, was hast du vor an Weihnachten? Kuchen essen. Ja. Siane fragt, freust du dich auf Weihnachten? Extrem. Ich liebe Winter und ich liebe Weihnachten tatsächlich sehr, sehr gern. Easy Taker aka Dadi fragt, mir fällt keine Frage ein, komme ich trotzdem ins Video. Definitiv. Sophiechen fragt, möchtest du nächstes Jahr zum Hurricane gehen? Auf jeden Fall. Ich wollte da schon immer mal hingehen, habe es aber jedes Jahr wieder verbacken. Ich denke, es wird auch höchstwahrscheinlich wieder nur Rock am Ring, denn sonst ist mir das ein bisschen zu viel. Wohnst du mit jemandem zusammen? Wenn nicht, willst du mal in eine WG ziehen? Wohne ich mit jemandem zusammen? Ja, sie möchte sie jetzt nicht vorstellen, aber wer weiß. Ich bin überhaupt kein WG-Typ. Ich bin sehr gerne alleine, weil ich einfach sehr gerne alleine bin. Nicht, weil ich einsam bin oder irgendwelche Probleme habe, sondern ich habe einfach gerne meine Ruhe. Oft. Und das ist egal, mit wem ich sonst zusammenwohnen würde, immer ein bisschen schwierig. Also wenn es so WG-technisch ist, ansonsten... Ja. Enderspace fragt, welche Maus benutzt du und sind Projekte für die Zukunft geplant? Ich benutze immer noch die Rocket Cone Pure, ist das. Und das Projektding habe ich schon beantwortet. Wie heißt dein WhatsApp-Status? Ficken, glaube ich. Hat Hannah gefragt. Keine Ahnung, ich gebe einen Fick auf den WhatsApp-Status. Wie würdest du agieren, wenn dich eine Zuschauerin, wenn du dich in eine Zuschauerin verlieben würdest? Ich verliebe mich nicht, ich habe kein Herz. Katrin, wann streamst du mal wieder? Wenn ich Zeit habe. Ilian fragt, kriegst du Liebesbriefe? Ich denke nicht, ist aber auch vollkommen okay so. Umut fragt, Deutschland, Deutschland. Einhorn Nadine fragt, bist du ein fabulöses Einhorn? Ich glaube nicht. Warum nicht Hashtag SexyPanda? Weil das du ist und der gehört dem gehören Panda. Das mit Cenk. Martin fragt, Kokosnuss fragt, wie geht's dir so? Passabel bis sehr müde. Nudelcookie fragt, notice me senpai, have I noticed you all you senpai? Marie Bam fragt, wann machst du dein Postfach wieder auf? Nächstes Jahr, irgendwann Mitte nächsten Jahres, wenn ich nicht mehr 3000 Briefe in meiner Wohnung liegen habe, die ich immer noch öffnen muss. Ja. Ich habe in meinem ganzen Schrank hier, ihr seht das hier, so ein Ding hier voll. Hier ist noch Anfang, hier sind es Anfänge. Da sind immer noch Briefe drin, die ich zurückschicken muss, weil ich noch nie Briefe zurückgeschickt habe und ich einfach zum Verrecken keine Zeit habe, mir dafür Zeit zu nehmen, diese Briefe zu beantworten. Wenn ich mein Postfach wieder aufmache, das sei jetzt schon mal versprochen, werde ich keine Autogrammkarten mehr zurückschicken. Ich werde, also nicht böse gemeint, ich werde keine Handyhüllen annehmen. Man kann mir nur noch irgendwelche Sachen schicken, die man mir gerne schicken möchte. Ich werde nichts mehr zurückschicken und es wird auch bitte dann nichts mehr beigelegt von Sachen, die ich zurückschicken soll, unterschrieben. Also in den Videos hat man immer gesehen, dass da super coole Sachen bei sind und das ist auch alles easy, wenn dann noch so Autogrammsachen kommen, finde ich vollkommen legitim, aber ihr glaubt gar nicht, wie viele Sachen ich rausgeschnitten habe im Laufe dieser ganzen Waffelpost-Videos, wo nur ein Brief ist, da steht, unterschreib jetzt hier, danke. So, und mehr nicht so, die wollen einfach nur Trophäen sammeln, darauf habe ich keinen Bock, das ist, ich so oder so, seht ihr, dass ich damit maßlos überfordert bin, ist einfach so. Von daher, ich werde nichts mehr zurückschicken, wenn das Postfach aufgeht und man kann mir dann nur noch Sachen zukommen lassen, die man mir gerne geben möchte oder so. Aber keine Autogramme gebe ich dann mehr, also wenn das irgendwann mal vielleicht sich in einem Jahr erledigt hat. Also wie gesagt, das ist mir zu viel, ich bin damit überfordert, ich habe auch Fehler, das ist zu viel für mich. Klein Sturmi fragt, was war damals dein Lieblingsfach in der Schule? Englisch. Ach, das war die mit dem Panda-Ding. Okay, alles klar. Katrin fragt nochmal. Komm ich so ins Video, warst du schon. Light of Finn fragt, wird es Varo 4 überhaupt geben? Und wenn ja, sind schon Partner auf der Frageliste? Ich weiß gar nicht, was du für eine Frageliste meinst. Ich setze mich auch nicht mit Varo auseinander. Ich bin Teilnehmer, kein Veranstalter. Deswegen nach wie vor immer wieder die Gegenfrage an die ganzen Leute, die mich immer über Projekte fragen, die ich nicht veranstalte. Warum fragt ihr mich das? Warum wendet ihr euch nicht an die Leute, die das veranstalten und von denen man weiß, dass sie das veranstalten? Also wenn so eine Frage kommt, dann fragt doch GFP, weil der organisiert Varo und nicht mich. Und das findet man sehr schnell raus, dass der das macht. So, I don't know. Syrien fragt, was hält deine Mutter von der Beziehung mit Palle? Keine Ahnung. Sie mag den? Oh Gott, Leute. Meine Güte, okay, gut, das waren jetzt ungefähr 11 Minütchen mit nicht so vielen Schnitten. Ich weiß gar nicht, wie ich es jetzt irgendwie gemacht habe. Ich bin heute übelst verrafft, aber ich hoffe, ich habe einige Fragen mal irgendwie geschafft. Ich glaube, das waren jetzt 30, 40 Stück oder so. Vielleicht auch weniger, keine Ahnung. Ein bisschen verschnellt. Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst mal einen Daumen nach oben. Es tut mir schrecklich leid, dass heute so ein Fragenvideo-Ding kommt. Aber wir haben, ich glaube, der SexyEnte alle Gerechtigkeit zugewiesen, die sie wollte. Von daher... Und bis zum nächsten Mal, ne? Den nicht vergessen und dann, ja. Ich hab Hunger. Tschüss.